Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch einmal wieder zu einer Tipps und Tricks Serie. Und was will ich heute einmal sagen, wie man eigentlich am einfachsten mit einem Messer, was natürlich eine scharfe Kante hat, und einem Feuerstahl eigentlich sein Zundernestel am einfachsten entzünden kann. Es muss nicht immer das sein, es gibt was anderes auch. Und das zeige ich euch gleich nicht. Ja, die meisten wissen ja, wenn sie da ein Zundelnest haben, legen sie eigentlich den Feuerstahl hin und rippeln sie auf einen Öchentonfalls. Das geht sicher auch, aber es gibt eine Methode, die ihr wahrscheinlich in meinen Videos schon öfters gesehen habt. Legt das Messer vor den Zunder hin und dann zahlt den Feuerstahl zurück. Und wenn man sieht, ich werde es in Zeitlupen noch machen, fallen die Funken genau oben zur Schneid. Und das ist super. Und das Ganze brennt schon. Ich habe eine Wasserflasche da sicher selber zum Löschen. Das funktioniert mit mehreren. Es könnt ihr auch ein Socktierchen verwenden. Wichtig ist, dass das ein bisschen aufwuselt, dass ihr eigentlich den Funken gut fangen kann. Dann lädt ihr euch ein Messer da her, wo der Funken hieß. Und das Ganze wird brennen. Das funktioniert natürlich mit mehreren Sachen. Ich habe da noch so einen Grillanzünder, ist das, benutze ich auch gern immer wieder. Einfach ein bisschen aufrauen. Jetzt muss der Funken muss halt einfach, muss sich leicht tun, dass er was fängt. Und wenn das schön aufgeraut ist, je besser, je mehr, desto besser. Legt das Messer da wieder her. Kanten zahlt es zurück und das Klumpert brennt. Der Vorteil, was auch noch da ist, die sind ein bisschen feuerstahlschonender. Wenn sich mein Haus schaut aus der Nähe, der ist eigentlich schön auf einen Spitz zu. Da fällt nicht in der Mitte was und vorn bleibt lieber was über, weil das ist das mit den Ribbeln. Es setzt irgendwo an, fährt hin und her wie die Geisteskranken und kommt aber nie ganz runter und dann bleibt euch unten das Stück über. Macht es aber mit meiner Methode, dann nutzt es den ganzen Feuerstahl über die ganze Länge. Ja Freunde, das war es im Großen und Ganzen. Wollte euch ein bisschen helfen, dass es euch leichter tut, wenn ihr einen Feuerstahl verwendet. Das ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, ich habe das auch irgendwann einmal schon vor langem gesehen. Ich verwende es auch schon länger, sehe ich es auch immer wieder in meinen Videos. Und so finde ich es eigentlich am besten. Gut, wenn ihr euch damit wieder ein bisschen helfen konntet, freut es mich, wenn nicht, macht es auch nichts. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.